Dieses hört sich an, ja, wenn ich da einen fahren hier. Ja, als ob die Hose platzt. Also. Hallo? 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 Wieder keiner dran. Ach Mann. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge mit dem Podcast Let's Talk About Keto mit Nancy und mir, Timo. Heute wollen wir einfach nochmal die Grundregeln erklären. Was ist überhaupt eine ketogene Ernährung? Was versteht man darunter? Dass wir euch einfach nochmal abholen für die, wo jetzt auch neu zuschauen oder uns zum ersten Mal hören. Wir wollen euch mitnehmen auf eine Reise, die uns schon länger begleitet oder auch noch nicht so lang, was mit der ketogenen Ernährung zu tun hat. Und da ist jetzt erstmal wichtig, was ist überhaupt eine ketogene Ernährung? Was verstehen wir darunter? Und da muss man ja sagen, Essen ist Energie jetzt erstmal, egal in welcher Form, nicht? Absolut. Also, wenn wir was essen, können wir Energie produzieren, beziehungsweise unser Körper kann Energie daraus gewinnen. Ob das nun Kohlenhydrate sind, Eiweiß oder Fett. Der durchschnittliche Deutsche ernährt sich so, was ihm empfohlen wird. Mhm. Das ist in der Regel so 50, vielleicht liegt er auch eher bei 60% Kohlenhydrate. Protein wird eher so bei 20% liegen, Fett wahrscheinlich so, sagen wir mal 20-25%. Und ich denke mal, das ist so das Gewöhnliche, was man so kennt, wo man als Norm bezeichnet. Die Kohlenhydratmenge 50-60%. Und jetzt fragt man sich, was ist eigentlich die Norm? Ist es denn die Norm? Erstmal ist ja wichtig, was sind überhaupt kohlenhydratreiche Lebensmittel, was sind Kohlenhydrate generell? Man muss da schon unterscheiden, weil für viele ist Kohlenhydrat nur Zucker. Aber jedes Gramm Kohlenhydrat ist ein Kohlenhydrat. Mhm. Ob das jetzt Nudeln, Reis, Kartoffeln oder auch Süßigkeiten sind, überall sind Kohlenhydrate drin. Das muss man halt wissen. Und ich denke mal, bei dir war die Ernährungsform am Anfang auch so, wie der durchschnittliche Deutsche das halt kennt. Ich vermute das mal, ne? Also nachdem ja ich ja schon erzählt hatte, als ich dann angefangen hatte, mit dem Uwe meinen Ernährungsplan durchzugehen, hatte ich ja dieses Ernährungstagebuch. Das fand ich eine total coole Sache, um einfach mal zu schauen, wo stehen wir denn überhaupt? Wo hält unser Zug denn an? So. Und mein Ernährungszug war wirklich unter aller Sau, sage ich mal. Ich hätte eigentlich gedacht, ich ernähre mich gesund. Aber es war so viel versteckte Kohlenhydrate auch drin, die mir gar nicht bewusst waren. So. Sei es jetzt der Joghurt am Morgen oder so, dann mit Frucht. Ne? Da gibt es ja diese netten Joghurts, die so eine Ecke haben, wo man so reinklickt. Ist ja auch super praktisch. Ja. Und total lecker, aber Haufen Zucker. Ja. Und der Uwe hat das ganz cool gemacht. Der hat dann einen Rotstift genommen, einen blauen, nee, einen grünen Stift, glaube ich. Und hat dann angezeichnet. Und ich habe ja schon erzählt, dass dann mein kompletter Plan rot war, also fast rot, bis auf, ich glaube, Paprika war dann grün oder so. Und war ich wirklich erschrocken. Also ich finde, auch als Tipp so vielleicht, wo stehe ich denn überhaupt? Wie viel Kohlenhydrate esse ich eigentlich jeden Tag? Ich war ein Kohlenhydrat-Junkie, wusste ich dann in dem Moment, wo mein Zettel rot markiert war. Und dann sind wir reingegangen und dann haben wir geguckt, okay, wo fangen wir denn an? Die Frage ist ja auch immer, man verschätzt sich ja auch mal schnell, weil man ist dann in seinem Alltag gefangen, isst mal schnell, wenn man Hunger hat. Mhm. Weil das ist ja auch, Essen ist Energie und wenn man so ein Kohlenhydrat-Junkie ist, dann kennt man es ja, man geht irgendwo Junkfood essen, nach 2-3 Stunden hat man schon wieder Hunger oder im schlimmsten Fall noch eine Stunde danach und fragt sich, wie kann denn das sein? Gut, da sind natürlich ungünstige Nährstoffzusammensetzungen in dem Junkfood drin, aber reden wir jetzt einfach mal von dem gewöhnlichen Essen. Man geht irgendwo essen, ich sage jetzt einfach mal, man isst Schnitzel und Pommes, so, was der Deutsche gerne isst. Und danach fällt man erstmal in so ein Müdigkeitstief und dann könnte man gerade wieder was essen. Man wird dann auch, man wird da schnell zu Diva, wenn man dann auch Hunger hat, ja, auch als so wirklich. Also man kann dann irgendwann töten, ja, ist das tatsächlich so. Viele wissen das, also ich sage das immer aus Spaß. Ich bin ja gerade in meiner Kohlenhydratphase, das kann ich vielleicht kurz erzählen, nach meinem Urlaub so. Ja, da kommen wir später auch nochmal drauf, aber im Moment esse ich Kohlenhydrate Low Carb, okay? Aber ich habe dann meiner Familie auch schon gesagt, Leute, ich habe jetzt Hunger, also wenn Nancy Hunger kriegt, du hast genau 12 Minuten Zeit, sonst verändert sich die Nancy in eine Diva und das will, glaube ich, keiner. Also da gehe ich auch ganz offen mit um, aber das habe ich eben in der Keto-Phase überhaupt nicht. Dann habe ich wirklich Hunger, dann kommt auch das Hungergefühl, aber ich bin dann nicht zu töten bereit. Wenn man so übergeordnet in Anführungsstrichen sagen kann, ja,
ich kenne das Gefühl auch und das Umfeld kennt auch das Gefühl, wie es so in meinem Umfeld sich dann anfühlt, wenn ich Hunger hatte, muss ich sagen. Mhm. Weil es ist ein unleidiges Gefühl, dieses ständige Hunger haben, immer auf der Suche nach schnell was zum Essen. Wenn man es nicht bekommt, meistens steht man dann irgendwo im Stau, man ist dann irgendwo gefangen, man hat dann sein Essen vielleicht im Kofferraum, will kurz ran, lässt sein Auto stehen, weil man ja stehen muss, geht am Kofferraum ran, geht die Schlange wieder vorwärts. Ja. Der Klassiker, oder man versucht ungelenkigerweise, sich irgendwo nach hinten zu angeln. Ich habe jetzt gerade ein Kopfkino, ihr macht nichts, erzähl mich weiter. Ja, ich bin auch schon mal stecken geblieben im Sitz. Oh, da mache ich gleich den Sessel kaputt. Also, jetzt habe ich wirklich Kopfkino, okay. Ja, Timo, feststeckend im Auto. Das ist sehr unangenehm, vor allem wenn du die Handbremse unter deinen Rippen hast. Also jetzt lassen wir mal das Kopfkino beiseite, es war eine sehr ungünstige Situation, sage ich mal. Aber wenn du Hunger hast, dann willst du einfach was essen und was willst du machen? Und du kannst einfach nicht rausfahren. Mhm. Ja. Also es ist auch mir regelmäßig passiert, ja. Und was mir halt jetzt auffällt, Kohlenhydrate, ja, gut und schön, aber Kohlenhydrate machen mehr Bock auf Kohlenhydrate. Ja. Es ist der absolute Suchtfaktor. Das fixt auch einfach an. Gell? Also wenn ich jetzt auch ein Eis habe, ich will dann nochmal eine Kugel Eis. Man kann sie auch schlecht bremsen oder Chips. Man isst das so, man denkt dann so, hat da so einen Zipverschluss, wo man dann dran machen kann. Den brauchst du bei mir nicht ranmachen, wenn ich eine Packung Chips anfange, Chips wie ich die ganze Zip, Packung. Tüte-Ding, das geht gar nicht. Oder diese Sticks, die Kartoffelsticks oder so. Ich meine, kennt ihr bestimmt auch, ne? Ja, also, und jetzt sind wir ja bei dem Problem, man will ja immer mehr, mehr, mehr und man kommt eigentlich nie in den Genuss, mal satt zu sein für längere Zeit, sage ich jetzt einfach mal. Ich vergleiche auch gern die Kohlenhydrate wie Papier. Mhm. Wenn du Papier anzündest, da hast du Energie. Ja. Die Energie ist ja an deinem Körper als Bereitstellung dann ja steht zur Verfügung. Genau. Aber man kann ja, wenn man Papier anzündet, es gibt schnell warm, aber es erlischt auch schnell wieder dieses Feuer. Und jetzt gibt es ja eine Möglichkeit, wie kommen wir an Energie langfristig ran? Oder wie können wir unseren Körper so trainieren, dass er Energie jetzt nicht nur in Form von Kohlenhydraten, also von Papier, sondern in Form vielleicht von Depotfett, im günstigsten Fall, also da haben will wir ja jeder irgendwie ran, ja, genau. Oder in Form von Nahrungsfett zu sich nehmen kann. Ja. Und das kann man mit Hilfe der ketogenen Ernährung machen. Wenn man seinen Körper mal darauf trainiert hat, vielleicht mal so vor 4 bis 8 Wochen so sich zu ernähren, dann mal wieder eine Phase hat, wo man es weniger macht, wie du jetzt im Urlaub, und dann wieder einsteigen möchte, dann lernt der Körper auch schnell wieder daran anzuknüpfen. Oder, wenn keine Kohlenhydrate zur Verfügung sind, die Fettdepots zu nehmen oder Nahrungsfette, die man hat, zu nehmen. Ich vergleiche das auch manchmal gerne wie mit so einem Tanklastzug. Der fährt jetzt zum Beispiel mit Diesel und will eine Tankstelle beliefern, wo er auch Diesel bekommen möchte. Und jetzt fährt er und steht im Stau und sein Tank wird immer weniger im Diesel im Tank und jetzt bleibt er stehen, weil er kein Diesel mehr im Tank hat. Ungünstiger Fall. Ist natürlich auch mit Kosten verbunden, aber wir nehmen es jetzt einfach mal als Beispiel. Jetzt hat er hinten in seinem Depot ja lauter Diesel, aber er kann nicht ran. Ist auch Energie, die er haben könnte zum Weiterfahren, aber er kann ja nicht einfach sagen, ich nehme jetzt da mal einen Schlauch und stecke das da an, dass es zum Motor vorkommt. Er kann es einmal tun und dann... Er wird es einmal tun, es wäre für alle dann ungünstig. Ja. Ja, da wäre besser, er lässt dann niemanden kommen, wo dann ihm hilft. Aber so, er kann nicht daran anknüpfen und wenn du dich schon mal ketogen ernährt hast, dann hast du den Vorteil, dass du dann auf andere Depots zugreifen kannst, also auf Fett in dem Fall. Und dann kannst du switchen. Und das ist natürlich was ganz Tolles, weil du hast längerfristige Energie zur Verfügung. Ja. Eine ganz feine Sache, auch wenn jemand Sport zum Beispiel betreibt. Mhm. Und jetzt muss man ja sich die Frage stellen, was ist denn überhaupt eine ketogene Diät oder Ernährung? Du weißt, dass ich nicht gerne von Diät spreche. Ja. Und wir wollen auch ganz klar differenzieren, Diät ist eine Ernährungsform, wo auch vorrangig in der Therapie seinen Einsatz findet. Ob jetzt jemand zum Beispiel Epilepsie hat oder andere schwere Krankheiten, wofür die ketogene Ernährung, Diät, geeignet ist. Wir reden jetzt hier nicht von Diät, sondern wir reden von einer Ernährungsform. Also ketogene Diät lassen wir weg, wir sagen ketogene Ernährung. Und ich finde es halt auch wichtig, dass man sagt, also gerade bei den Epileptikern so, wow, ich habe das Wort richtig rausgekriegt, Moment, muss das gerade mal kurz feiern. Epileptiker, so, schweres Wort, die machen ja noch eine ganz, ganz krasse kohlenhydratarme Diät. Also wirklich, ich glaube auf 10 Gramm oder was sie sind. 10 bis 12 Gramm, je nachdem, und auch Kinder, wie sie reagieren. Unglaublich eigentlich. Also das kann man einfach auch nicht vergleichen, finde ich so, oder? Da gibt es auch gar keine Spielräume, genau. Muss man ganz klar sagen. Wenn jemand schwer krank ist,
ich möchte jetzt nicht alle Krankheiten aufzählen, wo jetzt zum Beispiel die ketogene Diät helfen kann. Wir sind keine Ärzte, wir haben nur Erfahrungswerte oder ich von meinem Beruf natürlich auch noch dazu. Da gibt es keinen Spielraum. Ich bin jetzt schwer krank. Mein Arzt hat gesagt, mir gibt ja auch Ärzte, wo einen da begleiten, wo darauf spezialisiert sind. Mhm. Mein Arzt hat gesagt, ich soll mich so ernähren. Da kann man nicht sagen, ich fange jetzt nach meinem Urlaub an. Und da kann man nicht sagen, ich kann mal ein Cheat Meal einbauen. Da gibt es keinen Spielraum. Das muss man ganz klar differenzieren. Richtig. Wir reden hier über die klassische, ich nenne es jetzt auch mal modifizierte ketogene Ernährung, weil man modifiziert, man passt sich seinem Rhythmus an. Ja. Und jeder Mensch hat auch unterschiedlich Spielraum. Wie viel Kohlenhydrate kann derjenige oder diejenige essen, dass er in der Ketose bleibt? Und jetzt kommen wir zu der Frage, was ist denn die Ketose überhaupt? Genau, das fragen mich so viele mittlerweile. Was machst denn du da mit deiner Keto-Geschichte? Und dann habe ich das Gefühl, ich muss jeden Tag das irgendwie neu erklären. Also deswegen glaube ich, ist ganz cool, wenn wir dann den Menschen, die es vielleicht noch nicht wissen oder die nicht Herrn Google fragen wollen, sondern uns vielleicht, da einfach mal kurz mitnehmen, was ist denn das eigentlich? Ne? Und du hast es ja auch schön beschrieben mit deinem Dieseltanker, dass im Grunde die Energie von dem Fetten gezogen wird. Also unser Körper ist ja nun mal ein Motor und der wurde jetzt mit Diesel beheizt und jetzt gucken wir aber, dass wir, der wurde mit Benzin geheizt oder befeuert und jetzt wollen wir aber auf den Diesel umschwingen. Ja, und da ist es interessant, was die Ketone machen, deswegen Ketose, wo kommt das Wort überhaupt her? Und das finde ich total wichtig, dass man das nochmal macht. Und da ist dann auch zum Beispiel jetzt mal so die Hauptfrage vielleicht für mich, wenn ich zum ersten Mal jetzt von der ketogenen Diät Ernährung höre. Wie kann ich mir das vorstellen? Jetzt habe ich davor meinen so Hauptbedarf von mit Kohlenhydrate gedeckt. Also Nudeln, Reis, Kartoffeln, mal eine Pizza, also Junkfood oder was auch immer. Hat man darüber keine Gedanken gemacht. Jetzt kommt der daher und jetzt reden die da über ketogene Ernährung. Gut, man spricht bei der ketogenen Ernährung hauptsächlich zwischen 70 und 75 Gramm Prozent Fett, Entschuldigung, Prozent Fett, 5 bis 10 Prozent Kohlenhydrate und so 20 bis 25 Prozent Protein von dem Energiebedarf des Tages. Beim Protein muss man ein bisschen aufpassen, deswegen sage ich auch, das ist je nach Bedarf, ob man viel Sport macht, was für eine Tätigkeit man hat. Die Muskeln wollen wir immer behalten. Muskeln verbrennen im Ruhezustand Energie. Hervorragend. Die wollen wir nicht verbrennen, die wollen wir behalten. Und wie kann man die behalten? Indem man natürlich Protein zu sich nimmt. Ja. Und das spielt keine Rolle. Kann euch jemand erzählen, was er will, wann ihr dieses Protein isst am Tag. Ja, gibt es auch so komische Wichtig Märchen, ist, ne? dass man es isst. Das ist natürlich eine Marketing-Sache. Sorry an alle Studioinhaber, dass man innerhalb von einer halben Stunde das Protein nehmen soll in Form von einem Shake. Ja, kann man machen. It's nice to have, ja. Kann man machen, ist auch bequem, muss man nicht mehr dran denken, also von dem her eine feine Sache. Aber wenn ihr mal das vergessen habt, da passiert nichts. Mhm. Entscheidend ist die Tagesbilanz. Minimum aus meiner Sicht, und ich bin kein Arzt, ich empfehle als Minimum 1,2 Gramm pro Kilo Körpergewicht. Mhm. Oft die Ernährungsgesellschaften empfehlen so 0,8 bis 1. Man kommt aber auf diese Zahl, kommt auch noch vom Kriegszustand. Okay. Die Soldaten hat man auf 0,8 gesetzt, weil das ist das Minimum ist, dass die Muskeln überhaupt erhalten bleiben. Dass du überhaupt lebensfähig bist quasi. Ja. Wir sind aber jetzt zum Glück nicht mehr in diese Zeiten. Wir wollen Muskel erhalten und wir wollen Muskeln auch aufbauen. Es ist ja so, dass wir auch gerne Muskeln aufbauen wollen. Das ist eine feine Sache. Strafft ja auch das ganze Gewebe. Ich habe gerade so ein bisschen hellhörig zugehört und dachte, oh, ich habe 2 Gramm pro Kilogramm Eiweiß. Aber klar, ich bin ja auch im Studio aktiv und will ja auch Muskeln aufbauen. Man muss es nicht akribisch abwiegen, aber man muss schon schauen, dass man auf Minimum 1,2 Gramm pro Kilo Körpergewicht vom Idealgewicht kommt. Also wenn jetzt jemand 120 Kilo wiegt und sein Idealgewicht wäre jetzt, sage ich mal, 80, der sollte natürlich sich an den 80 Kilo orientieren und jetzt nicht an den 120, weil der Grundumsatz ja auch von einem 80 Kilo schweren Menschen sein sollte. Ja. Und wir reden jetzt ja in dieser Folge, was ist überhaupt Keto, wie kommt man da rein? Und ich glaube, in der nächsten Folge wollen wir dann auch mal Tipps nennen, wie man denn so eine ketogene Ernährung überhaupt umsetzen kann. Was ich aber total, das machen wir auf jeden Fall. Und was ich halt wichtig finde auch, du hast ja vorhin gesagt, normalerweise essen wir 50 bis 60 Prozent Kohlenhydrate und bei einer ketogenen Ernährung 5 bis 10 Prozent. Sag mal, ich drücke mir es mal in Gramm aus, mal überschlagen. Nehmen wir mal jetzt mal an, man isst so zwischen 20 und 25 Gramm Kohlenhydrate am Tag. Das klingt verdammt wenig. Das ist im Prinzip eine Scheibe Brot. Richtig. Ja. Und das wollte ich nochmal sagen. Also die erschrecken auch die Leute, die sich jetzt mal näher damit beschäftigen.
wie soll ich denn davon leben? Wie soll ich davon satt werden? Das geht, und das Thema, willst du das Monster in dir wirklich wecken, indem du Hunger kriegst? Aber das ist ja der Trick dabei, dass du dann durch die Fette und durchs Protein schlussendlich auch einfach deinen Energiebedarf änderst und deckst. Und dass du durch die Fette einfach wahnsinnig gut aufgestellt bist. Und du hast dann gar keinen Hunger mehr. Ja, ist ein gutes Stichwort, weil die Fette, das muss man so vergleichen. Ich hatte ja dir vorher gesagt, Kohlenhydrate ist wie Papier, auch Energie, brennt aber schnell. Ja. Die Fette vergleiche ich gern mal als Briketts, wo du in den Kamin reintust. Du brauchst davor zwar ein bisschen Kohlenhydrate, also in Form von Papier, das ist erstmal so, vielleicht so kleine Hölzle. Ja. Mhm. Dann kommt aber die Kohle da rein und die Kohle ist das Fett, ob jetzt Speicherfett vom Körper oder Nahrungsfett von Form von der Nahrung. Wir wollen an die Kohle ran, wir wollen diese Energie haben, langfristige Energie und viel bessere Energie. Und wie kommen wir überhaupt in den Zustand rein? Wenn du jetzt mal, du hast ja jahrelang, warst du Kohlenhydrat-Junkie. Ja. Und jetzt kommst du zum ersten Mal da in den Weg rein, du schreibst das auf, was du gegessen hast. Jetzt sagt man dir, da ist rot, musst das alles umstellen. Da kommen wir ja dann auch später mal in einer anderen Folge drauf, wie schafft man die Umstellung ohne Stress. Ja, natürlich. So, und jetzt denkst du, was kann ich da überhaupt essen? So, und dann hast du einen guten Coach und der dir hilft, was kannst du von Nahrungsmitteln austauschen? Ja, und das finde ich, dass dieser erste Schritt, den finde ich so, so wichtig. Das macht man ja auch bei Schmerzpatienten oder so, dass die erstmal ihren Schmerztagebuch führen, weil die gar nicht mehr wissen, wo kommt der Schmerz, wann kommt der Schmerz. Also das heißt, du dokumentierst im Grunde erstmal, was dich gerade beschäftigt. Also in dem Falle jetzt auch, wie esse ich denn eigentlich? Das klingt vielleicht banal, aber es sind so einfache Tipps und Tricks, die man machen kann. Und da brauchst du jetzt erstmal keinen Coach, zu gucken, was esse ich eigentlich den ganzen Tag, was schaufe ich denn nämlich rein? Da mag ich einen Gummibärle, weil die Kinder das noch übrig hatten oder so. Du gingst mir ja. Ganz einfach. Man muss einfach ehrlich zu sich selber sein. Ja. Und das einfach mal, wir wollen ja auch nicht signalisieren, dass man zwangsläufig immer einen Coach braucht. Das kann eine Unterstützung sein für jemanden, wo es schwer hat, alleine das zu bewältigen. Vielleicht, weil er auch niemand hat, wo mit ihm zieht oder so. Das kann für manche einfach ein Antrieb sein. Man kann alles selbst machen, man muss aber ehrlich zu sich selber sein. Man muss niemand jetzt irgendwie was aber beweisen. Das ist halt das Mensch, ne? Wir sind Mensch und ich finde, wir sind die Meister darin, uns selbst zu täuschen, ganz ehrlich. Ich glaube, das geht ein bisschen in die Psychologie jetzt, ne? Aber ich meine, es ist auch, man kriegt ja jahrzehntelang, jahrelang eigentlich eingetrichtert, Kohlenhydrate ist Energie. Und jetzt vergleiche ich das mal so, als Neugeborener komme ich auch ketogen auf die Welt. Wenn ich jetzt gestillt werde durch die Muttermilch, bleibe ich auch in einem ketogenen Zustand. Das darf man nicht vergessen. Also wir kommen ja schon, das ist ein evolutionstechnisch ganz normaler Prozess. Also es ist jetzt nichts Schlimmes und auch nichts Ungewöhnliches. Es ist was Natürliches. Ja. Und jetzt ist es so, das Kind wächst heran und es greift instinktiv, ja dann hauptsächlich, meistens, sind ja nicht alle Kinder gleich, aber hauptsächlich an Käse oder Wurst, also an die fettreichen Sachen. Und dann sagt man, nein, du musst Brote zu essen. Zu deiner Wurst musst du Brot essen, vielleicht auch noch die Butter weglassen, weil das ist mal. Meine Mutter zum Beispiel hat abends gesagt, abends gibt es keine Butter mehr. Ja. Ich habe das bis heute noch nicht. Okay. Gut. Dann Brote zu essen, also Kohlenhydrate. Man isst Kohlenhydrate dazu. Man wird dann darauf konditioniert. Ja. Dann bleibt das da drin und dann kommt vielleicht noch von den Eltern mit, Fett macht Fett. So was man so früher. Auch noch, Cholesterin ist auch so ein Thema, das behandeln wir an einem extra Thema, weil da habe ich sehr neue Erkenntnisse bekommen. Sehr spannendes Thema. Super. Und dann bekommt man das so in die Wiege gelegt. Man wächst damit auf, das kann man nicht einfach so abschütteln. Mhm. Und wenn man jahrelang das gewöhnt ist, mit Kohlenhydrate einfach zu leben, zu bestehen, weil man braucht ja Essen, Essen ist Energie. Ja. Und jetzt kommst du da mit dem Rotstift da an und sagst, das kann ich nicht. Weil wir wollen ja in die Ketose kommen. Ja, wie kommt man jetzt da rein? Und jetzt muss man natürlich viel streichen. Richtig. Und es war für dich ja auch erstmal Stress zu lernen, was darf ich denn essen, weil man kann schon sehr viel essen. Also wenn man es weiß. Wenn du es dann weißt, genau. Also das hatte ich wirklich, ich habe meine rote Liste dann gesehen und ich wollte damit auch nur sagen, man kann das selber aufschreiben. Aber man braucht, glaube ich, schon, also ich habe damals jemanden gebraucht, der dann sagt, okay, Alternative ist das und das. Ja. Ah, okay, klasse. Weil wenn du natürlich die ganze Liste hast, denkst du, ja, klasse, läuft doch, ne? Aber du musst aus deiner Komfortzone raus und sagen, okay, jetzt beäuge ich das Ganze mal aus anderen Gesichtspunkten. Und da glaube ich schon, dass man den einen oder anderen Tipp dann braucht. Und wenn wir euch dabei vielleicht unterstützen können, sind wir happy, ne? Wir haben schon ganz tolle Feedbacks bekommen. Herzlichen Dank noch einmal an alle. Haben uns sehr gefreut und bitte schreibt uns weiter.
eure Fragen, eure Anregungen auf. Und ja, das ist das Ziel von unserem Podcast, euch einfach ein bisschen auf unsere Reise mitzunehmen und die Angst davor auch zu nehmen. Es ist, man braucht ja davor keine Angst haben. Wir reden jetzt auch mit einer Reise. Wir sind beide jetzt nicht krank, haben keine vorbelasteten Krankheiten. Wir machen das aus unterschiedlichsten Gründen. Du hattest einen Grund erwähnt, dass du etwas Gewicht reduzieren wolltest, das mal auszuprobieren. Ich habe jetzt nicht den Grund, ich will kein Gewicht reduzieren, aber ich will einen klaren Fokus haben, weil ich vergleiche das immer gern als Gehirnnebel. Wenn ich in die Ketose komme, ich sage auch gleich nochmal, was heißt eigentlich Ketose, komme ich in die Ketose, dann lichtet sich so eine Art Nebel. Und dann bin ich viel fokussierter und konzentrierter. Und man kommt in die Ketose ja eigentlich auch nur, wenn man die Kohlenhydrate reduziert. Also wir haben ja gesagt, so zwischen 70% und 75% Fett isst man. Und man isst jetzt nicht mehr Hauptbestandteil Kohlenhydrate, sondern Fett. Fette, genau. Wenn man das mal gelernt hat, was man essen kann, dann geht es eigentlich los. Jetzt fängt man angenommen an. Und dann muss der Körper lernen, die Energiequelle nicht mehr aus den Kohlenhydraten zu nehmen, sondern aus den Fetten. Und der Prozess dauert eine Zeit lang. Das dauert bei jedem unterschiedlich lang. Jemand, wo das vielleicht schon mal gemacht hat, wo der Körper das kennt, kann das schnell gehen, also vielleicht von 2 bis 5 Tagen. Jemand, wo das noch nicht gemacht hat, kann es auch 2 bis 3 Wochen dauern. Man darf da auch nicht frustrieren. Ja. Und ich würde dann auch sagen, deswegen modifizierte ketogene Ernährung. Man muss zu einem passen. Man muss erstmal sich rantasten, nicht überstürzen. Das artet den Stress. Cortisolausschüttung bei Stress blockiert auch den Aufbau von Ketone. Und Ketone, das ist das Stichwort, das ist dann unsere Energiequelle, da wollen wir ran, die wollen wir haben. Die wollen wir haben, ne? Da sind wir total drauf wie die Geier. Und ich finde es halt einfach wichtig, dass man den Menschen das sagt, bei dem einen kann es 2 Tage dauern, bei dem anderen 3 Wochen. Das kann dauern, oder 2 Wochen ist zwar eine lange Zeit, da brauchst du, glaube ich, echt, und da brauchst du, also ich wäre so, bei mir hat es 5 Tage rumgedauert, aber ich wäre dann so, ich brauchte da meinen Coach, der da mir sagt, hey, alles cool, das ist einfach eine Zeit und du wirst da durchgehen. Oder wenn man tatsächlich diese Keto-Grippe, diese vermeintliche kriegt, brauchst du einfach auch so ein bisschen ein Backup, wo du sagst, okay, ist das normal? Also da passieren ja die doofsten Dinge, aber es muss auch nicht passieren so. Von dem her würde ich sagen, fand ich es jetzt erstmal, glaube ich, unser Zug, der jetzt für euch nochmal angehalten hat. Kurz mal angehalten, um nochmal Energie zu tanken. Was ist überhaupt Ketose, Ketogen? Und übrigens nennt man Leute, die sich ketogen ernähren, Ketarier. Also vielen Dank für den Hinweis. Ja. Mir ist es im Nachhinein nach unserer Aufnahme auch eingefallen. Ketarier, warum bin ich da nicht drauf? Ja, haben wir letztens überlegt, ne? Wir haben gedacht, irgendein Stamm. Aber ich fand das auch nicht schlecht. Wir sind ein besonderer Stamm. Ja, wir nennen uns jetzt Ketarier. Ja. Also wenn ihr auch mal Ketarier sein wollt, informiert euch gut. Schaut unseren Podcast weiter an. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank für eure Zeit. Ja. Und wenn ihr nicht zuschauen könnt, weil ihr gerade im Auto sitzt, dann bitte einfach Spotify oder andere. Wo sind wir noch überall? Bei Tino? YouTube, Audible. Was man sich anhören kann. Ich glaube bei vielen Dingen. Apple-Dings. Apple-Podcasts. Also guckt einfach, ihr findet uns ziemlich oft und viel. Vielen lieben Dank, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Danke dir, Nancy. Gut. Ciao.